Und damit herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal bei einem neuen oder eher fortgesetzten Let's Play zu den Klängen von AJ Styles, den wir auch hier im Million-Dollar-Turm sehen. Geht es nämlich darum, dass wir nach dem WWE-Showcase-Modus auch endlich die WWE-Karriere starten werden. Und ich werde mit euch zusammen einen Wrestler erstellen, jetzt. Und dann werden wir zusammen mit diesem Wrestler durch die WWE 2K19 Karriere gehen. Ich bin sehr gespannt und ich habe keine Spoiler oder sowas gesehen von anderen, was uns in dieser Story erwarten könnte. Ich habe zwar ein paar Bilder gesehen, aber Bilder sagen halt nicht so viel aus. Deswegen glaube ich, ich bin da relativ ungespoilert, oder was heißt, ich bin eigentlich nahezu komplett ungespoilert. Und jetzt schauen wir zusammen in den Mein Spielermodus. Und gleichzeitig möchte ich noch sagen, frohe Weihnachten, liebe Zuschauer. Und denn heute ist der 24.12. Für mich gerade ganz neu in der Früh. Ganz neu in der Früh klingt auch komisch. Es ist gerade bei 3 in der Morgen, am Morgen. Und ich dachte schon fast, ich müsste darauf verzichten, das hier anzubieten, weil ich eigentlich gesagt habe, heute startet das WWE 2K19 Let's Play. Weil es mir die letzten Tage wieder nicht gut ging, aber ich bin relativ früh genug wach geworden, also jetzt gerade vor einer guten Dreiviertelstunde. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, machst du einfach jetzt, so lange wie es geht. Und so habe ich ein paar Folgen für euch und wir können zusammen in den Mein-Spieler-Modus reingucken, in die meine Karriere. Und dementsprechend würde ich sagen, wo ist das richtig, was ich vorhatte? Ja, ne? Hier sind nur die 2K-Türme. Showcase haben wir schon gemacht, also wer Bock hat, den Showcase-Modus zu sehen, da habe ich bereits ein vollständiges Let's Play hier auf dem Kanal. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das hier richtig ist. Mein Spieler. Ne, ist kein Hinweis, okay. Aber genau, das ist mit den Catchphrases, das waren ein paar Auszüge. Okay. Es ist anders als in anderen Spielen bisher. Man kann sich keinen kompletten Wrestler zusammenbasteln, sondern man kann einfach, in Anführungsstrichen, sich einen aus so Vorlagen, Elementen bauen. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was wir dort so haben. Und müssen zuerst das war schon falsch. Genau. Ach, mit RB und so wechsle ich, alles klar. Also, Techniker. Techniker sind Meister der Matte und beherrschen sämtliche Haltegriffe perfekt. Sie setzen Aufgabemoves, Suplexe, also nicht Suplessen, egal, und kalkulierte Schläge ein, um ihre Gegner mürbe zu machen, bevor sie sie ausschalten. Kraftpaket. Kraftprotze des WWE-Universums sind die wahren Gladiatoren unserer Zeit. Mit ihrem Arsenal an Power-Moves und harten Schlägen können sie Gegner jeder Größe ausschalten. Zusätzlich zu ihrer rohen Kraft machen sie ihr eiserner Wille und unerbittlicher Kampfgeist zu brandgefährlichen Kämpfern. Techniker sind zum Beispiel Cesaro, Kurt Angle und Pete Dunne. Kraftpakete sind zum Beispiel Brock Lesnar, John Cena und Roman Reigns. Gute Besserung. Riese. Riesen sind die Herrscher des Rings und werden vom gesamten Roster aufgrund ihrer Intensität und Größe gefürchtet. Mit ihrer vernichtenden Kombination aus roher Gewalt und übermenschlicher Stärke vernichten sie mit Leichtigkeit alles, was sie ihnen in den Weg stellt, was sich ihnen in den Weg stellt. Roher Gewalt? War doch hier rohen Kraft. Okay. Also Riesen sind zum Beispiel Kane, Big Show und Braun Strowman. Dann haben wir die Cruiser. Cruisers trotzen der Schwerkraft, um Größe zu erreichen. Sie sind bekannt für ihre Sprungfähigkeiten, schnelle und riskante Manöver und setzen ihre Körper ohne Rücksicht auf Verluste aufs Spiel, um Ruhm zu erlangen. Cruiser sind zum Beispiel Cedric Alexander, Mustafa Ali und TJ Perkins oder TJP. Schläger. Schläger sind die Superstars mit dem härtesten Schlag in der WWE und knallhart. Sie setzen ihre Gliedmaßen als Waffen ein und räumen jedes Hindernis aus dem Weg. Unglückselige Gegner, die ihnen in die Quere kommen, erfahren am eigenen Leibe, welch schweren Schaden sie verursachen können. Und Schläger sind zum Beispiel Dean Ambrose, Samoa Joe und Shinsuke Nakamura. Okay, das war's schon. Alles klar. Ich würde sagen, also, wer nicht weiß, was wir hier bauen, ihr seht es ja wahrscheinlich am ehesten im Titel schon. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es bauen werde, aber ich denke schon, dass ich irgendwie den Namen mit einbauen werde. Denn wir haben die Rückkehr von Pervy Herbie. Also, Herbert the Pervert. Mit seinem Dirty Daddy Driver und dem D-Day oder Death From Above, die ganzen Finisher, die ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr uns im Wrestling Talk Radio schon mit solchen Projekten verfolgt. Denn wir machen das inzwischen seit 2K15,
2K14 haben wir auch gemacht, aber da gab es noch keinen Pervy Herbie. Aber seit 2K15 haben wir entsprechend einen Pervy Herbie. Das heißt 15, 16, 17, 18 und 19. Es wäre theoretisch der fünfte Pervy Herbie, aber es ist der sechste Pervy Herbie, weil wir haben ihn auch in Fire Pro Wrestling. Also, ich würde sagen, vom reinen Element würde ich eigentlich ganz gerne ein Kraftpaket bauen als Grundelement. Oder? Also, ja, ich glaube, ich mache ein Kraftpaket und dann müssen wir gucken, was wir damit anstellen können, oder? Also, wir fangen mit dem Kraftpaket an und wenn es sich als falsch herausstellt, kann es nicht so schlimm sein, weil die Moves am Ende entscheiden es ja. Ja? Also, wir nehmen ein Kraftpaket. Grundlagen, Superstar, das ist der Name. Und das ist, oh, jetzt wollen wir kurz gucken, umschalten, okay. Ist da jetzt der ganze Name rein? Herbert. Nein, Herbert. Oh, das kann ein bisschen dauern, Freunde. The Pervert. Kannst du nicht vorher umbrechen? Kann ich das nicht automatisch machen? Das sieht ja komisch aus. Herbert the Pervert. Kann ich irgendwo Umbruch machen? Nee. Gut, lassen wir mal so. Möchtest du diesen Namen für deinen HUD-Namen, Social-Media-Konto? Ah, ein Social-Media-Konto haben wir eigentlich. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben nämlich, dank Schoko damals, der hat nämlich extra einen Account erstellt. Und dann kann man nämlich tatsächlich den echten Namen auch nutzen. Aber das ist echt blöd, mit Herbert de Pö. Machen wir hier Pervy Herbie. Und ich guck gleich mal, wie der Social Media Account ist. Reicht das für eine Zeile? Ja. Diesen HUD-Namen als deinen Nein. Einzugsname. Kann man hier nicht. Ich muss irgendwie rausfinden, wie man einen Zeilenumbruch macht. Das ist doch blöd. Oder? Schaut mal, wenn ich... Hier muss ein Zeilenumbruch rein. Nein. Du hast noch Zeichen zur Verfügung? Okay, ich gucke erstmal ganz schnell, wie der Twitter-Name von Pervy Herbie ist. Pervy Herbie. Dann ist das hier sogar falsch. Nämlich Rücktaste X. So. So ist es richtig. Bleiben wir auch mal bei der Schreibweise, die wir immer genutzt haben. Und das ist nämlich hier dieselbe. Zack. Aber ich glaube, unterschiedlich geschrieben, aber das sollte nicht so schlimm sein. Oh, jetzt ist er wieder weg. Ach Mann. So. Genau. Pervy. Oh, zu weit. Gut. Pervy Herbie. Haben wir. So. Wo brauchen wir nur was? Hier müssen wir gleich gucken, was da gut klingt. Hier bin ich irgendwie unzufrieden. Da müssen wir irgendwie eine Lösung für finden gleich. Wir machen erstmal ganz kurz, dass wir... Ich mag ja gerne so komische Länder. Gibt's hier anderes? Misk. Westaustralien, USB, USA, Uruguay, Ukraine, Uganda. Ich finde Transsilvanien schon nicht so schlecht. Sonst wo? Ah, genau. Wo auch immer er will, wo auch immer. Wilder Westen, Westseite, Wall Street, Vergangenheit, Vereinigtes Königreich, Vatikanstadt, Toronto, Tokio, tief im Dschungel, Sydney, Südsee, Stierkampfarena, Steinzeit, Stadt der Engel, St. Louis, Sin City, Shang-Dynastie, San Francisco, San Diego, saisonale Resistenz, Rocky Mountains, Renaissance, Pittsburgh, Geburtsort, Pittsburgh,
Philadelphia, Pazifische Inseln, Ostseite, Old Country, Nordseite, nirgendwo besonders, Niagara Falls, Nachtclub um die Ecke, Grüße an Pete Bouncer, Mittelalter, Minneapolis, Milwaukee, Mexiko Stadt, Miami, Maschinenzeit, Mars, Los Angeles, London, Land der aufgehenden Sonne, Kupferzeit, Korea, Kleinstadt, USA, Karibik, also da kommen wahrscheinlich mehrere, Karibik, Kansas City, Jerusalem, Jersey Shore, Insel Samoa, Indianapolis, Houston, Hollywood, CA, wohnhaft, Kalifornien, Hauptstraße, USA, okay, Hall of Fame City, Great Barrier Reef, Eisenzeit, ehemalige Sowjetunion, District of Columbia, 90er, 80er, 70er, 60er, 50er, die Zukunft, die guten alten USA, Detroit, Death Valley, das Ödland, Cleveland, Chicago, Capitol Hill, Bronzezeit, Boston, Baltimore, Atlanta, Amsterdam, Amazonas, Albanien, wo auch immer er will. So, wherever he damn pleases. So, wir brauchen den Namen. Also irgendwas hinkriegen, dass wir den Umbruch hinkriegen. Was haben wir denn bei Alphabet 2? Nee. Einzugsname, das muss doch ein Umbruch möglich sein. Warum kann ich eigentlich nicht mehr nach der Tastatur schreiben? Das ist eigentlich auch schräg. Die Symboliken sind auch keine Zeilenumbrüche. Ist hier irgendwo ein Zeilenumbruch bei? Nee. Was machen wir denn, Freunde? Oder machen wir doch nur Pervy Herbie? El Schnupfico. Wo du noch Zeichen zur Verfügung hast, wurde der verfügbare Platz überschritten. So, was mach ich mal? Leer. Ach Mann, ich bin gerade echt überlegen, wie ich den Namen jetzt schreibe, dass es auch gut aussieht. Aber wenn ich nur Pervy Herbie nehme. Oder ich mache es. Herbert. Ich versuche mal, ob irgendwie vielleicht die Namen. Dann lasse ich doch vielleicht nur Pervy Herbie. Nee, da wollen wir hin. Ist am Ende ja wahrscheinlich auch fast egal, oder? Pervy. Herbie. Ja, ich weiß nicht. Ist das okay? Es muss jetzt einfach fast okay sein. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, dass der Zeilenumbruch da ist. Weil vielleicht habt ihr in den Kommentaren Ideen. Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein ändern kann. Aber die einzige Variante, die ich jetzt noch sehe, ist zack, 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 zack. Herbert the Herbert. So. Nein. So, jetzt ist zumindest der Umbruch drin. Aber da sind jetzt auch vier Leerzeichen wahrscheinlich, oder? Dazwischen? Das könnte ich höchstens für hier machen. Dann drehen wir es doch nochmal. Und machen hier einfach Pervy Herbie. Oder, Freunde? Seid ihr einverstanden? Ich glaube schon, ne? Also machen wir hier Pervy Herbie. Eigentlich merke ich gerade, das hätte was für ein Stream sein können. Und ich hätte mir eine andere Folge einstarten sollen. Aber egal. Habt ihr was Schönes zu Weihnachten, dass ihr euch anguckt, wie ich Pervy Herbie erstelle? Ist doch super. Gibt es da Schöneres unter Weihnachtsbaum? Ich denke nicht. So. Nein. Und machen hier entsprechend bei Einzugsnahme das, was wir eben gemacht haben. Nämlich. Die. Herbert. 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 The. Und dann machen wir Lör. Und springen hoffentlich, genau, in die nächste Zeile. Per Wert. So, und dann müsste das eigentlich... Es sieht natürlich jetzt nicht schick aus, weil die Leerzeichen ja nicht stimmig sind. Wisst ihr? Ah. Aha. Geht das oben auch? Scheiße. Okay, geht das oben auch? Geht das hier auch? Wir kriegen es raus, Freunde. Wir kriegen es raus.
Oh Mann, ey. Dass ich mit dem reinen Namen so lange brauche, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist eben wie es ist. Herbert. The. Leer, leer, leer. Zack. Pervert. Und dann springen wir da hoch. Zack, zack, zack. Hahaha, Spiel ausgetrickst. Geil. Nein. Herbert the Pervert. Pervy Herbie. Herbert the Pervert. Einzugsname. Hatname ist richtig. Social Media. Jetzt wollen wir Ringansage. Wollen wir irgendwas Schönes, was passt? Ich glaube, wir haben keinen Herbert, oder? Wir fangen mal an mit dem Vornamen. Das wäre ja Herbert. Mal gucken, ob wir einen Herbert haben. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Herbert! Doch. Herbert. So. Herbert. Und dann hatten wir Herbert the Dirty Daddy Dominator. Mal gucken. Also Herbert Dirty Daddy Dominator. Ah ne. Ja, warte mal. Das ist ja richtig. Das ist ja nicht richtig. Wir brauchen Dirty Daddy oder sowas. Mal gucken. Dirty Daddy. Dirty Daddy, Dirty Daddy, Dirty Daddy, Diego, Dirty. Hä, warum nicht? Okay. AK-47. Okay, machen wir The Dirty? Nee. Hm. Oh Gott, sind das viele, ey. The Brian Kendrick. Ich suche irgendwas Schönes, was jetzt vielleicht sogar noch halbwegs zu diesem Gimmick passt, was ich da im Kopf habe. Was ihr vielleicht im Kopf habt, wenn ihr Pervy Herbie schon kennt. Ich meine, der Name lässt nicht viel Spielraum offen, aber der kennt jemand, passt schon. Warte mal, ich nehme das mal übergangsweise. Zack. Ich gucke erstmal ganz kurz. Oh no. Oh no. Ich muss mich so zusammenreißen, die ganze Zeit nicht mitzusingen, ne? Meine Fresse. So, Herbert. Dirty Daddy Dominator. Dominator Dirty. Das, also, das wäre jetzt eigentlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Pervert gibt es nicht. Da wäre ich jetzt mega irritiert. Peter Phelps. Oh no. Oh no. Perry. Ist das, was dir am nächsten kommt, oder? Herbert Perry. Herbert Perry. Ah, das passt aber irgendwie. Herbert Peltier. Herbert Pee Wee. Das finde ich auch gut. Dass man einfach sagt, hier, der ist Pervy Herbie, weil er eigentlich Perry heißt. Plant. Was? Plant Agent? Plant Agent? Plant Agent? Was ist das für ein Wort? Kenne ich gar nicht. Sag mir, bin gerade verwirrt. Post. Post. Personal ohne sinnvolle Tätigkeit. So, ich nehme Perry, aber entsprechend natürlich bei Nachname. William Refrigerator Perry. Kennt ihr noch jemand? Der war in dem WrestleMania 2 in der Battle Royale mit bei. The Fridge. So, ich würde sagen, das machen wir so. Candyman Herbert Perry. Und dann lassen wir den zweiten Vornamen weg, weil was soll da sonst groß hin, oder? Was haben wir denn für einen zweiten lustigen Namen, was eine gute Abkürzungsdings gibt? HP. HP passt eigentlich schon. Hip. Hop. Hop geht auch. Mal gucken, was wir bei O haben. Hip oder Hop? Nee, ich denke, Hip ist lustiger. Hip. Ian, Iceman, irgendwas, was fast deutsch ist? Isaac. Herbert, Isaac. Isabella. Ivy. Okay, sind nicht so viele. Irvin. Ich finde eigentlich Isaac. Herbert, Isaac, Perry. Finde ich lustig. Herbert, Isaac, Perry. The Candyman. Also ich find's lustig, Freunde. So, wir nehmen das. Wo auch immer er will, Jubel. Wir sind natürlich eigentlich ein Heel-Charakter, aber wir sind so lustig, dass wir natürlich ausgelacht werden. Und deswegen sind wir einfach. Wir sind Face. So. Aussehen. Jetzt wird's lustig, Freunde.
Oh Gott, ich bin schon fast bei der ersten Folge hier durch, aber gut. Ich habe mir so gedacht, ich wollte eigentlich so halbe Stunde Folgen machen. Und ja, wir schauen mal. Also, wähle Kopf, Hautfarbe und Frisur für deinen Mindspieler. Unter Mindspieler bearbeiten kannst du ihn weiter anpassen. Okay. Unter Mindspieler weiter anpassen. Okay, wir gucken. Wir brauchen irgendeinen dicken Kopf. Und das sieht ganz gut aus. Das sieht da fast schon aus, wie Pervy im letzten Spiel aussah. Wie geil! Haben die uns Pervy schon erstellt? Das ist ja krass. Das sieht fast genauso aus wie das Gesicht aus den letzten beiden Teilen. Das ist ja geil. Okay. Genau. Pervy ist weiß. Zack. Frisur. Brauchen wir nicht. Braucht kein Mensch. Eigentlich finde ich das schon ziemlich witzig. Wir hatten die letzten Jahre, hatten wir ja lange Frisuren. Und dann so Seth Rollins sich. Wo das eigentlich auch cool aussieht. Oder? Ich finde das gar nicht so verkehrt gerade. Ich mag immer wackelnde Haare nicht so, muss ich gestehen. Das sieht auch cool aus. Ich würde aber so ein bisschen Evolutionierung in den Charakter reinkriegen, dass er nicht immer gleich aussieht in den Spielen. Das heißt, Pervy hat irgendwas mit den Haaren gemacht. Die sind nicht mehr komplett lang, die sind jetzt irgendwie... Sowas würde sich anbieten. Da hat man die Möglichkeit auch nochmal zu lang zu wechseln vielleicht. Und das würde sich auch anbieten, aber ich glaube, ich nehme das. Für den Moment zumindest. Ja, für den Moment. Und die sind aber weiterhin schwarz, weil das kann sich nicht ändern. Oder könnte sich schon... Oh, was haben wir denn hier? Rosa Augen? Was ist denn das? Ja, rosa Augen sind auch witzig. Wir hatten sonst immer rote Augen. Also rote und weiße Augen, glaube ich, hatten wir. Wie sieht das aus? Ja, komm, wir bleiben dabei. Wir wollen nicht zu viel rumspielen. Es geht ja am Ende doch mehr um die Geschichte, ne? So einen kleinen neckischen Bart hat er natürlich. Oder hat er einen vollen Bart inzwischen? Er braucht eigentlich einen Verbrecherbart. Aber den gibt's hier nicht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Nicht viel Auswahl, ne? Entschuldigung, einmal die Lieblingseinzugsmusiken. Da muss ich dann natürlich ein bisschen mit Windeln. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß er war. Da muss ich mich gerade entschuldigen. Ich habe einfach etwas ausgewählt. Er ist schon... Er ist schon dick irgendwie. Also das kann man gerade irgendwie nicht auswählen. Aber es wäre auch witzig, wenn wir ihm eine Wampe verpassen und ihn dann... Oder hat Pervy richtig trainiert? Wollen wir einen durchtrainierten Pervy? Ich glaube, wir machen einen durchtrainierten Pervy. The Incredible Return of the Pervy Herbie, jetzt sogar als Wrestler. Muskeltyp 1, 2... Das sah schon ganz gut aus so. Das ist richtig eklig. Das passt zu Pervy. So, Kleidung. Wähle deine anfängliche Kleidung. Du kannst weitere Kleidung über Road to Glory und den Kauf von Beutepacks freischalten. Unter Mein Spieler bearbeiten kannst du ihn weiter anpassen. Eigentlich würde das Outfit fast passen. Genauso würde das eigentlich passen. Wir haben ja eine Backstory sogar zu Pervy Herbie gebaut, ne? Dass er im Independent-Bereich noch Herbert die Biene war. Also die Biene Herbert. So ein Cross-Transgender-Gimmick haben wir kreiert. So als Bienen, mit Bienen-Outfit à la Borussia Dortmund. Und deswegen würden eigentlich fast beide Outfits passen zum Starten. Das sieht schon fast ein bisschen cooler aus. Deswegen würde ich sagen, wir starten hier. Der typische Indie-Wrestler, Backyard-Typ. Grüße an Dean Ambrose. Nein, ich meine es gar nicht böse. Aber so wrestlen ja oftmals dann die bösen Backyarder. Was heutzutage alles völlig in Ordnung ist. Und keiner lächelt mehr drüber. Krass, das ist die Hose vom Rava, oder? Vom Bambi-Killer. Das ist am ehesten sowas Caniges und das könnte Dings sein, Mustafa Ali, oder? So vom Stil. Und das ist einfach irgendwie random. Ich würde sagen, wir nehmen das.
Einfach weil es ein bisschen hässlich aussieht und es passt zu Pervy. Okay. Moves. Dein Mindspieler-Charakter besitzt bereits ein komplettes Moveset für deinen gewählten Kampfstil. Du kannst auch Signatures, Finisher und Taunts auswählen. Unter Moves bearbeiten kannst du Mindspieler weiter anpassen. Das wissen wir ja inzwischen, ne? Du kannst weitere Moves über meine Karriere und Road to Glory freischalten. Unter Mindspieler bearbeiten kannst du deinen Charakter weiter anpassen. Ja, Dankeschön, Spiel. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Taunt an. Was? Oh, ist ja richtig viel Auswahl. Ja gut, dann ist es das. Wenn da nicht so viel Auswahl ist, ich habe gedacht, wir haben jetzt hier 30 Millionen Aktionen zum Auswählen. Okay. An sich ist das schon nicht schlecht. Ist mir zu viel Kraft drin. STO geht immer, Pump Handle. Pump Handle passt natürlich von der Position. Geht er auch hinten an Popo? Nee, ist ein Driver. Okay, scheiße, eigentlich nicht gelesen. Okay. Overhead Belly to Belly. Finde ich ganz gut. Military Press Spinebuster. Das ist der Griff in den Sack. Auch das passt irgendwie. Ich würde sagen, wir lassen erstmal für den Moment, lassen wir das. Als Signature. Finisher. Swinging Sidewalk Slam. Das ist dieselben. Nee. Sit Out Powerbomb. Sieht nicht so gut aus. Simone Driver. Pumpf. Release Tiger Bomb. Das gefällt mir sogar. Papa Powerbomb geht auch für den Charakter. Half Nelson Choke Suplex. Auch sehr geil. Aber ich glaube, ich tendiere. Ne, die Gory Bomb. Ich zeige es euch noch. Gory Bomb mag ich aber nicht so als Aktion generell. Deswegen würde ich auch nicht als Finisher wählen. Ich würde die Papa Powerbomb nehmen. Die passt zu dem überarbeiteten Pervy. Und das passt, denke ich, ganz gut. Also haben wir jetzt als Finisher den Overhead Belly to Belly. Als Finisher die Papa Powerbomb. Und als Taunt haben wir Powerful Flex. Geil. Okay. Präsentationi. Wähle eine Einzugs- und Siegesanimation. Durch den Kauf von Beutepacks kannst du noch mehr Variationen freischalten. Ach, gar nicht. Man kann bei meinem Spieler den Spieler weiter bearbeiten. Guck mal an. So, Einzug. Nexus Original. Boxer. Lebende Legende. Silberrücken. Geil. Ist das Ryback? Ja, oder? Muss ja. Silverback Ryan Reeves, oder? Kane. Ich würde am ehesten sagen, Das ist Dings, oder? PJ Black. PJ Black Einzug. Boxer. Ist das Goldberg? Nee, ne? Nee. Der ist Michael Tarver. Krass, die haben einfach mal den Nexus hier reingebaut, ne? Michael Tarver, PJ Black und Ryback, Silverback Ryan Reeves. Krass. Die lebende Legende ist was anderes, aber ich würde am ehesten sagen, das ist ein Entrance von jemand anderen, die wir jetzt nicht kennen. Deswegen würde ich Stand jetzt aber mal dazu tendieren, wir nehmen das einfach. Das ist was ich mag immer, wenn es etwas nicht gibt, wisst ihr? Sonst ist das zu viel Analogie zu etwas, was es schon gibt und da habe ich immer die Verbindung dazu. Das könnte Finlay sein, Belfast Brawler, Lucha Superstar ist irgendwie Lindsay oder Kalisto. Nee, das ist Loki. Da habt ihr gesehen, am Ende die Geste? Das ist Loki, auf dem Seil die Geste. Das ist Loki. Okay, er ist Kaval wahrscheinlich. Gewöhnlicher Superstar 1. Gewöhnlich können wir. Ich denke, gewöhnlich passt wunderbar. Feed me more. Machen wir nicht, wir wollen keinen Ryback. World Strongest, da sind wir böse. Also offensichtlich Mark Henry. Dann nehmen wir gewöhnlich. Gewöhnlich ist genau das, was Pervy ist. So. Oh nein! Mein Spieler hat doch das umgeändert da oben. Oh Mann, es hat nicht funktioniert. Ehrlich gesagt ist mir jetzt fast zu blöd, nochmal zurückzugehen. Ach, shit. Ich dachte, wir haben das Spiel ausgetrickst. Warte mal, wir können das Spiel trotzdem austricksen, oder? Kommen wir nochmal zurück? Bleibt alles so? Nein. Scheiße, wir kommen nicht mehr zurück.
Ach Mist. Ach Mist. Oh nein, muss ich nochmal einstellen. Ich dachte, es bleibt gespeichert. Oh Mann, ich habe da extra nein gedrückt. Okay, aber jetzt haben wir ja schon was gemacht. Wir wissen ja, was wir hatten. Don't you that you want to do that you want to. Das ist natürlich ärgerlich. Weil Herbert the Pervert ist jetzt halt zusammengeschrieben, ne? Aber gut, müssen wir jetzt durch. Ich will jetzt nicht nochmal, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Wir sind am Ende der ersten Folge. Dementsprechend würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge eigentlich in, was als nächstes passiert. Also sage ich an der Stelle schon mal Tschüss und noch einen schönen Heiligabend. Ich nehme direkt weiter auf, natürlich. Aber ihr seht in 2 Tagen, wie es weitergeht, wenn wir dann mit Pervy Herbie unsere Karriere starten. Und deswegen sage ich mal, bis dann, Freunde. Und weiter geht's mit Pervy Herbie. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped as you know what wie ich. Und auf wie mit Gebrüll.